Jetzt? Ah, okay. Naja. Oh, dann erzähle ich alles nochmal. Hab gerade geredet, ohne dass der Ton an war. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hi. Willkommen zu Schrödingers Tüten. Es war vorhin sehr viel schöner. Naja, deswegen sitzen die Haare so komisch. Warum habe ich das gemacht? Naja, egal. Hi, habe ich schon gesagt. Dass das Mikro aus war, hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber gut. Das letzte Mal bei Schrödingers Tüten. Oh Gott, das klingt wie, was zuletzt geschah bei Schrödingers Tüten. Maries bekam eine nicht zu identifizierende Masse. Ähnlich Bauschau. Gabi, das sind Passanten. Naja, daraus. Hier laufen die ganze Zeit so drei Boys entlang, die versuchen, durch meine verspiegelte Scheibe zu gucken. Keiner weiß, warum. Und das macht die Gabi fertig. Gabi! Komm! Naja, das macht die auf jeden Fall fertig. Ich nehme an, das waren wieder die drei Boys. Die waren nämlich schon dreimal da. Nee, zweimal. Das wäre jetzt das dritte Mal. Naja, auf jeden Fall haben wir ja das letzte Mal ein Ei ausgemalt, was gar nicht aussah wie ein Ei. Es sollte eine Vulkaninsel werden. Dann habe ich ja gesagt, ich verlose das. Beziehungsweise der kreativste Name gewinnt die Vulkaninsel. Und ich muss ja sagen, was mir am besten gefallen hat, war die Vulane-Eifel. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich muss noch gucken, ob ich den irgendwie anschreiben kann. Ich weiß nicht genau wie, aber du warst in den YouTube-Kommentaren, dass die Vulane-Eifel. Herrlich, vielen Dank. Ich werde dich anschreiben und dann kriegst du das die Insel. So, jetzt kommen wir aber zum Wichtigen. Also das war natürlich auch wichtig. Vielen Dank auch, dass da so viele mitgemacht haben. Ich habe mich so gefreut. Ich liebe es, wenn so viele Kommentare unter einem Video sind. Das hat, ja, wie gesagt, war sehr cool. Willkommen zur neuen Folge, zur heutigen Folge. Ich habe es mir fast gedacht. Es war ziemlich einstimmig Tüte bzw. Box 1. Also legen wir das mal weg. Hier sind in 2 wären wahrscheinlich viele Stifte gewesen. Boah, und 3 ist unfassbar schwer. Ist 2 auch so schwer? Nee. Naja, 3 ist unfassbar schwer. Ich lege das mal hier so aus dem Bild in der Hoffnung, dass es nicht zu tief fällt. Schauen wir mal. Ach so, die Uhrzeit. Ich habe maximal 30 Minuten Zeit, um etwas mit diesem Inhalt zu erschaffen. Und ihr schreibt bitte in die Kommentare, was ich als... Ach Gott, das sieht jetzt schon furchtbar aus. Was ich als nächstes für eine Tüte nehmen soll. Die 1 wird natürlich neu gepackt. Oder ihr nehmt Tüte 2 oder 3. Herzlich willkommen auf dem Fischmarkt. Gut, dass du da bist. Es muss ein Sale-Plakat erstellt werden. Angebot sind aus. Oh Gott. Im Angebot sind Austern. Klar, eine hat eine Perle. Und süße Garnelen. Im Karton findest du alles, was wir dafür haben. Viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie Garnelen aussehen. Schon gar nicht, wenn sie süß sind. Wie charakterisieren sich süße Garnelen? Ich spüre einfach. Ich werfe das auf den Boden, dann ist die Gabi beschäftigt. Wann wird sich Lix hier nebenhin? Schau, hier. Okay. Ach du Grüne. Hoffentlich ist ein Pinsel dabei. Oh! Die Farben sind geil, das ist so Perlglanz. Ich mag das normal nicht, aber Aquarellik hat das schon cool gemacht. Woher habt ihr das? Habt ihr das gedruckt? Nein, so ein Papier haben wir nicht. Woher kriegt ihr das Zeug, Alter? So. Herzlich willkommen auf dem Fischmarkt.
Okay. Wir müssen es erstmal so ein bisschen falten, bevor ich hier rausfinde, welche Dings. Gabi, kannst du mal chillen? Bevor ich hier rausfinde, welche Stifte wir zur Verfügung haben. So, Tipps, wie man gerolltes Papier schnell entrollen kann, gerne in die Kommentare. Ich habe ja gelernt bei Backpapier, weil sich das auch immer so zusammenrollt, einmal knüllen und wieder auffalten. Da geht es ja nicht um die unfaltige Beauty. Oh Gott sei Dank, Pinsel. Und ein schwarzer Stift, hey, wie generös. Oh mein Gott, die größten Pinsel, die ich je gesehen habe. Ich habe furchtbare Angst. Kreide. Pastellkreide. Pastellkreide und der Hund, der mich wahnsinnig macht. Du bist wie die Gisela früher, ne? Das hat die auch gemacht am Anfang. Okay. Im Angebot sind Austern. Austern sehen aus wie Muscheln, ne? Und Garnelen, glaube ich, auch. Ah, wir haben schon 5 Minuten rumgebracht. Also Garnelen sehen nicht aus wie Muscheln. Garnelen sind, glaube ich, diese... So Shrimp-mäßig, oder? Was sind Garnelen? Und ich habe kein Handy heute dabei. Oh Gott. Okay. So, wir versuchen es. Ich habe keine Ahnung, ob die so aussehen, ne? Hier ist eine Auster. Jetzt müssen wir mal schauen, was können wir hiermit erreichen? Die Box kommt natürlich wieder zurück. Die Boxen, das hier ist geil, ne? Die Boxen, die ich hier benutze, außer sie werden dadurch dreckig oder gehen kaputt, die bringe ich auch gerne wieder zu Budwig. Das hier missbrauchen wir jetzt. Gold, ja natürlich. Ja natürlich. Okay. Die Perle ist halt nicht Gold, ne? Aber gut, die Auster. Ich finde es auch schön, dass wir so gar nichts für Kontraste haben. Vielen Dank, Chrissy. Das ist super süß von dir. Okay. Okay. Wir haben kein Weiß, wir haben Silber, wir haben Gold. Wir haben gelben Untergrund. Oh Gott. Okay. Das deckt null. Hätte ich mir bei dem Zeug aber schon denken können. Ah, wie schön. Gut. Ups. Entschuldigung, ich habe mein Bein hochgestellt. Okay, dann wird die Muschel erstmal ein bisschen silber. Da können wir nichts gegen machen. Oh Gott. Gisela hat gerade hart durchgegriffen. Hat sie auch schön recht. Gabi, leg dich mal hin. Oh Gott, das wird nichts, Leute. Das wird anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit der Kreide in dem Fall soll, ne? Ich kann hier überhaupt nichts mitmachen. Ich habe hier überhaupt keine großen Möglichkeiten oder so. Wackelt das Stativ? Okay, so mache ich mir den Stift kaputt. Ich bin ratlos. Okay, warte. Ich muss erstmal hier, komm mal her, für Ruhe sorgen. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. So, einmal hier und einmal hier.
Okay, wir haben die Gabi beruhigt mit Knochen. Das ist furchtbar. Im Angebot sind Austern. Einer hat eine Perle und eine süße Garnele. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine süße Garnele malen soll. Aber wir probieren es erstmal. Ich habe den Stift kaputt gemacht. Oh no. Oh no. Okay. Ja, das ist blöd. Das sieht einfach aus wie ein Pimmel. Wie so ein Pferdefleischpimmel, wie man ihn sich vorstellt, wenn man ihn ein, also wenn man sich einen vorstellen muss. Ist jetzt nicht so häufig, dass ich mir sowas vorstellen muss, aber es ist wirklich furchtbar. Gut, ich fand alles am Anfang furchtbar, aber warum gebt ihr mir nicht mal ein Orange oder so? Oder ein Weiß? Ihr wollt mich scheitern sehen einfach, ne? Einfach scheitern sehen. Ah, okay, guck mal. Wir können hier so ein bisschen einen lachsigen Ton herstellen. Ein bisschen. Hat sich der Stift wieder erholt? Oh, ich habe aber Haarausfall. Boah, ich habe Angst, dass ich das nicht hinkriege zeitlich. Austern sind halt auch so mein persönlicher Albtraum, ne? Ach, nur eine hat eine Perle. Okay. Das wusste ich nicht. Also ja, ich hab's gelesen. Aber ich hab's ignoriert. Ach, Leute. Leute, wer hat sich dieses Format ausgedacht? Ich ärgere mich so, dass diese Farben glitzern. Aber ich habe auch keine, ich habe hier nichts, ne? Das ist ja, yo, Alter. Ich kann es nur mit Silber machen. Es ist eher die Glöckler Edition von einem Plakat. Mann, die Glöckler wollen wir nicht mehr, ne? Glöckler einfach der böse Zwilling von, oder, ah, es ist sowas wie die Brut aus Heidi Klum und Dieter Bohlen. Einfach nicht mehr gesund. Gut. So schnell hast du den Knochen gegessen. Kleines Monster. So ein kleines Monster. Okay. Okay, 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 okay. Was ist denn das Angebot? Was kosten denn so Austern? Da müssen dann auch so Schilder dran, ne? €9. Keine Ahnung, was Austern kosten. Also ich habe schon mal Austern gekauft, aber es bitterlich bereut, weil ich nicht wusste, dass die leben. Also ich wusste, dass die leben, aber ich dachte, die kommen wie Würstchen an. Und dann habe ich mir den Moment schön geredet. Ich weiß nicht, wie ich eine süße Garnele. Haben die nicht auch so... Also, die Garnele muss einfach, wir müssen uns die Garnele süß denken, ne? Die Garnele könnte nämlich auch einfach, weiß nicht, entweder waren die Eltern von der Garnele Geschwister oder, boah, die Mutter hatte was mit einem Fisch. Stellen wir uns einfach vor, es ist eine süße Garnele, ha? Manchmal ist auch eure Fantasie gefragt. Kann nicht alles ich hier machen. Haben die nicht auch so... Nee, ich glaube, sowas haben die nicht. Warum weiß ich nicht, wie sowas aussieht? Weil ich sowas nicht esse. Ich weiß es einfach nicht. Gut, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Also,
Ey. Streiten die sich ja noch um den Knochen, ne? Gisela mag die gar nicht. So, und was kostet eine Garnele? Die ist günstig. Mit 15 Cent. Ist nämlich keine echte Garnele. Die ist nur aus Fimo. Okay, und wollen wir wieder sowas machen? Wie mit der Vulane-Eifel. Die Vulane-Eifel. Catcht mich. Wie heißt die Angebotswoche? Es gibt ja, bei McDonald's gibt es ja so Los Wochos quasi. Wie heißt hier diese Angebotswoche? Okay. Ah, guck mal, das Aquarellix. Vielen Dank für diese schnell trocknende Farbe. Okay. Ich hab Hoffnung. Was kommt denn hier raus, wenn man wirklich alles mischt? Wir machen hier mal so ein bisschen fleischigeren Unterton. Gisela, willst du mich veräppeln? Jetzt willst du so eins. Stopp. Normalerweise nehme ich das ja auf, wenn ich weiß, die sind beide müde. Aber das klappt heute leider nicht. Okay, wir machen hier noch so ein. Es ist eher ein Shrimp, ne? Es sind eher Shrimps, tut mir leid. Kann irgendjemand glaubhaft beteuern, dass Shrimps auch Garnelen sind? Ich kenne mich nicht aus. Am Ende sehen Garnelen aus wie Krebse oder so. Ich habe einfach ein biologisches Wissen. Meine Tage als Seeforscher. Aber ich finde den schon ein bisschen. Ich finde das Bild auch gar nicht schlecht. Ich fange immer sehr schlecht an und dann finde ich es doch okay. Ah, ich habe den Stift kaputt gemacht und mein T-Shirt eingesaut. Na, Gabi Bert, willst du an meinem Kummer teilhaben? Wie heißen diese Wochen? Ist es die Fish Weeks? Ich finde es eigentlich gut so. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 15 Minuten. Vorhin noch fast geweint. So, wir machen hier mal den. Ein bisschen Glitter dürfen die auch haben. Zack, zack. Ich liebe das, wenn ich mir die Klamotten versaue. Wir haben ja nur noch eine Waschmaschine. Das, bringt neue Probleme ins Haus. Okay, hiermit kann ich nicht mehr malen. Der Käse ist gegessen, der Zug ist abgefahren. Der Drops ist gelutscht mit dem Stift. Aber was ist denn auf so Plakaten noch drauf? Es ist ein super krasser Stern, natürlich. Ist ja ein explosionsartiges Weihnachtsangebot. Pow. Dann natürlich ein nur so lange, was da ist. Ich weiß nur, solange der Vorrat reicht.
Haben Sie noch was im Lager? Nein. Nein, haben wir nicht. Nur die zwei Paletten, die wir erst nachher rausstellen. Weil wir Ihren gierigen kleinen Arsch nicht supporten wollen, wenn Sie 60.000 Tonnen kaufen. Habe ich mal bei Kinderkleidung so mitgekriegt. Da hat eine Frau alles, wirklich alles, alles gekauft, was in Größe 62 da war. Und ist dann zu der Lidl, war das damals, zu der Lidl-Mitarbeiterin. Und hat gefragt, ob noch was im Lager ist. Und dann meinte die Lidl-Mitarbeiterin, nee, für sie haben wir kein Lager mehr. Das war sehr interessant. So, was schreibt man da noch drauf? Aktion vielleicht. Ich habe leider nicht so eine, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja Leute, die haben so eine unfassbar coole, also, weißt du, wie ich meine? Aber wir machen es einfach in hässlich. Und dann sagen wir, hey, es war ein trashiger Moment. Oh nee, das hier, das kann ich nicht. Das kann ich so nicht zulassen. Ach ja. Akti. Nee. Keine Garantie, wer es diesmal ist. Aktion. So. Gabi. Ich bin ja ganz froh, dass die das macht. So. Aber man muss es nicht übertreiben. Ah. Jetzt ist mein Pulli auch rosa. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. So. Ach so, ein N. Zack, zack. Das ist nämlich Aktion. Okay, was kommt da noch hin? Ich bin ja dazu geneigt, einfach. Weißt du, wie ich meine, noch so ein paar Elemente einfach dazu zu malen. Kann man hier jetzt drüber? Ja. Ich glaube, Garnelen sind die Dinger, denen man den Kopf so abreißt. Ne? Und dann irgendwas rauszuzelt. Ich weiß. Ich kenne mich doch nicht aus. Aber ich mag es mehr, als ich dachte. Und ich bin auch mit der Zeit bisher einfach Banger hingekommen. So, vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob das so werbewirksam ist, wenn die da so auf dem Boden trollen, ne? Aber gut, ich habe mir das ja auch nicht gewünscht, das Bild. Also das Bild per se hat sich niemand gewünscht. Nichtsdestotrotz existiert es. Ja, dieses Bild ist die Erfahrung, die ich nie machen wollte. Ja, okay, jetzt ist der Boden zumindest schon mal gefüllt. Hätte ich sowas wie ein Grün oder so, würde ich wenigstens noch was dazu malen. Aber ich habe ja hier nur Quatsch.
Wir haben nur Quatsch. Ganz blass ausmalen. Ja, ist natürlich ein bisschen kümmerlich, dass es nur eine Perle sein sollte. Aber süße Garnelen. Wie können wir die süß machen? Die sehen noch nicht so niedlich aus, ne? Also die zwei sehen ein bisschen aus, als wären sie Garnelen an einem Berghain-Buffet. Bisschen fettig, die zwei. Was? Was macht süße Garnelen aus, Alter? Ich sage heute ausgezeichnet oft, ausgesprochen oft, Alter. Das liegt an meinem Gemütszustand. Jemand hat hier eine Burner-Idee gehabt. Ja, mir fehlt hier noch was, ne? Dass das jetzt so ein bisschen drüber geht, gefällt mir. Vielleicht noch mal Schrift. Sollte ich dazu schreiben, was es ist? Süß. Süß ist es. What should I do? Können wir uns vorstellen, es wäre ausgemalt? Ich liebe es auch, dass ich nur dünne Stifte bekomme. Das macht mein Leben einfach ein bisschen spannender bei diesem Format. Ah nee, das letzte Mal habe ich mich beschwert, dass ich nur dicke Stifte habe, ne? Bei dem großen Ölbild. Ich sage schon gar nichts mehr. Bevor ich hier irgendwen erzürme, Chrissy, Entschuldigung, ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Es ist die Auswahl meines Lebens. Selten so glücklich gewesen über eine Auswahl. Zack, 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 zack. Wie halte ich denn den Stift? Ja, aber gut, das sind süße Austern, ne? Was will man machen? Süße Garnelen. Süß. Süß, süß. Ja, dann muss hier natürlich auch noch so ein fettes Ausrufezeichen hin. Klar, das fehlt bei Angeboten auch nie. Ah ja, und wer die coolste Name, den coolsten Namen für so eine Aktionswoche hat, der kriegt dieses unschlagbare Plakat. Ich denke, das ist okay. Das sieht schon ein bisschen, ich hab Penny-Vibes, wenn ich das sehe. Dass ich fühle die Aktion. Süß, Aktion. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Ah.
Aber ich denke, ich habe zu verschmierte Finger, um weiterzumalen. Brauche noch ein Datum, die Aktionswoche, ne? Von Mo bis Fo. Haben wir so viel Zeit noch? Oh Gott, war das furchtbar hier. Von Mo bis Fu. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Hey, ich mag's voll. War jetzt aber auch ein bisschen knapp. Es war ein bisschen knapp, aber ich bin sehr zufrieden. Ist ein cooles Plakat. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich bin überzeugt. Die Garnelen sind vielleicht ein bisschen günstig. Zur eigenen Sicherheit, damit sie keiner kauft. Alle werden denken, es sind Billiggarnelen. Da investiere ich nicht. Danke. Ich mag, was ich draus gemacht habe. Nee, das habe ich gut gemacht. Also, denkt euch einen Namen für die Aktionswoche aus und schreibt in die Kommentare, welche Tüte es als nächstes sein soll. 1, 2 oder 3. Vielen Dank.